Kunst in Stahnsdorf. Am 1. September-Wochenende, am 2. und 3. September, findet die mittlerweile 8. Stahnsdorfer Kunstmeile rund um den historischen Dorfkern statt. Holzbildhauerei, Malerei und Grafik, Fotografie und mehr werden geboten. Der Verein Kunstmeile Stahnsdorf e.V. informierte über das vielseitige Angebot im Hof der französischen Bäckerei Odélice Normande. Das umfangreiche Programm stellten Dr. Peter Bolz, Vizechef des Vereins, und Claudia Anschütz, Vorstandsmitglied, näher vor. Ein interessantes Begleitprogramm erwartet die Gäste. So unter anderem auch Alpakas. Das ist ein Alpaka, das ist man ja nicht von Ihnen gewöhnt. Hat seinen Grund. Da sieht man, wie weit die Kunst reicht. Naja, also die beiden Alpakas Fritz und Merlin, die kommen zu uns, um hauptsächlich von den Kindern geführt zu werden, durch um den Dorfplatz herum und durch die Höfe und vielleicht auch von einem oder anderen Maler oder Zeichner porträtiert zu werden. Tolle Überraschung, bedanke mich. Genau. Egon Wobel, was hat es mit diesem Flyer auf sich? Ich war jetzt zur Hanseseele in Rostock. Da haben sich neue Kontakte ergeben für die neuen Schiffe. Das neueste Schiff heißt dann Aida Nora. Und dafür werde ich verschiedene Wandgestaltungen aus Glasreliefs und vielleicht auch Keramikfajanzen machen, solche Skulpturen. Kann man mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Aus Stahnsdorf. Gut, danke schön. Warum sollte man zur Stahnsdorfer Kunstmeile kommen? Also, einmal wegen des Dorfplatzes. Das ist ein wunderschöner Platz, der in den letzten Jahren hergerichtet wurde. Die Dorfbewohner und vor allem die Hofbetreiber haben sich da sehr große Mühe gegeben, ihre Höfe neu herzurichten, auch die Gärten und Nebengebäude, das ist das eine. Und das zweite ist, Stahnsdorf entwickelt sich langsam zur kleinen Künstlerkolonie. Immer mehr Leute ziehen hierher, die auch in Kunst machen. Und das sollte in der Region wahrgenommen werden. Recht vielen Dank. Herzlich willkommen!